Herzlich willkommen bei Diskutier Dich. Unser Thema heute: Schule ohne Fächer. Wie sieht das Bildungssystem für morgen aus? Zu Gast sind Professor Dr. Christian Fischer. An der Universität Tübingen ist er Professor für Educational Effectiveness. Seine Forschungsinteressen liegen an der Schnittstelle von MINT-Forschung, Lehrerbildung und Digitalisierung. Insbesondere ist er daran interessiert, wie digitale Werkzeuge und Medien Lehr- und Lernprozesse verändern. Er sagt, die Digitalisierung wird das Bildungssystem nachhaltig verändern. Dr. Sebastian Engelmann. Er ist Doktor in der Abteilung Allgemeine Pädagogik an der Universität Tübingen. Zudem ist er Mitglied der internationalen Forschungsgruppe Experiments in Education Theory. Er sagt, um die Frage zu beantworten, wie ein zukunftsfähiges Schulsystem aussehen kann, muss zunächst klar werden, was die Funktion von Schule sein soll. Das System muss grundlegend in Frage gestellt werden, um auf lange Sicht nachhaltige Reformen verwirklichen zu können. Sabine Kurz. Sie ist seit 2006 CDU-Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg. Seit 2018 ist sie zudem stellvertretende Präsidentin des Landtags. Sie sagt, wir müssen an den Schulen in Zukunft genauso digital werden, wie es die Schülerinnen und Schüler selbst schon sind. Aber wir müssen die Technik sinnvoll einsetzen, nämlich dort, wo sie den Unterricht voranbringt und den Schülern wirklich beim Lernen hilft. Für mich ist klar, dass wir Bücher und Tablets gleichermaßen brauchen. Wichtiger noch ist das gute pädagogische Konzept dahinter. Und hier ist euer Moderator, Jens Zimmermann. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Diskutier Dich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Schule, die hat ja auch in Baden-Württemberg dann jetzt wieder begonnen. Und wir sind mittendrin in einer großen Diskussion. Corona hat es ausgelöst. Zum einen natürlich die Digitalisierung an unseren Schulen, wo es noch großen Nachholbedarf gibt, sowohl was die Hardware als auch was die Software und den Unterricht anbelangt. Das wollen wir heute zum einen diskutieren. Aber wir wollen auch mal generell so ein paar Punkte in Frage stellen. Beispielsweise, ist es noch tatsächlich heute zeitgemäß so diese Fächerstruktur zu haben im Unterricht, so wie wir das alle kennen, 2 Stunden davon, 2 Stunden davon, dann ein Schwerpunkt mit 4 Stunden davon. Wir sind mal gespannt, wie unsere Gäste hier heute mit uns diskutieren. Wir haben eine schöne bunte Runde. Herzlich willkommen in die Runde. Zu einem Thema, ja, das jeder auch als Schüler mal erlebt hat, aber auch beruflich. Ihr euch noch alle damit befasst. Christian, wie ist denn das mit diesem Schulsystem, wie wir es heute kennen, mit den Fächern? Ist das was irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden worden ist? Ist das zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts entstanden? Oder wie lange gibt es in dieser Form schon in Deutschland? Ja, also wir sehen wirklich, dass es immer gewisse Entwicklungsströme gibt. Und Bildungssysteme verändern sich auch mit der Zeit immer sehr. Was wir beispielsweise als eine der großen Veränderungen auch gesehen haben, ist die Einführung der Gesamt- und Gemeinschaftsschulen, die quasi neben dem dreigliedrigen Schulsystem eine weitere Ebene hinzugefügt hat. Ich sage jetzt dreigliedriges Schulsystem, aber in Deutschland mit unserem sehr föderalen System, in dem die Länder sehr viel Entscheidungsspielräume haben, muss man sich auch wieder wirklich bewusst machen, es kommt auch wirklich darauf an, welches Bundesland wir wirklich betrachten, weil was jetzt hier bei uns in Baden-Württemberg als Bildungssystem oder als schulisches System verwendet wird, kann auch wieder komplett anders ausgestaltet werden in Berlin oder in Brandenburg oder in Bayern. Und das ist wirklich spannend, dann diese verschiedenen Strömungen da auch dann zu sehen. Okay, aber so diese Einteilung in die verschiedenen Fächer, Mathe, Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde, wie lange gibt es das schon? Schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten ist das so die Tradition. Wobei wir auch da sehen, dass es Bestrebungen gibt, verschiedene Fächerkombinationen zusammenzulegen. Beispielsweise im MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. In diesem Bereich sehen wir insbesondere für den naturwissenschaftlichen Bereich, dass Fächer wie Physik, wie Chemie, wie Biologie
in denen auch viele Konzepte wirklich sehr ähnlich sind und auch sehr miteinander verzahnt sind, in einem Naturwissenschaftsfach angeboten werden. Und auch da kommt es wieder auf das Bundesland an, inwieweit so etwas umgesetzt wird. In Nordrhein-Westfalen wurde beispielsweise so ein Naturwissenschaftsfach eingeführt. In Baden-Württemberg ist das, glaube ich, auch, wenn ich da richtig informiert bin, Naturwissenschafts- und Technik, genau, dass es dort Entwicklungen gab. Und es ist spannend zu sehen, inwieweit das inwieweit quasi diese Tendenzen dann auch für andere Fachstrukturen wie den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, wie Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, Demokratiebildung, in denen es sicherlich fachlich ebenfalls auch sehr viel Sinn macht, Fächer als größere Themenfelder vielleicht zu betrachten, anstelle von sehr strikten Grenzen da auch zu sehen. Sebastian, für dich Schulfächer, wie zeitgemäß ist diese Einordnung in die Fächer jetzt, ob fusioniert, sage ich jetzt mal, oder nicht fusioniert? Ja. Ich glaube, eine Sache hatte Christian schon angesprochen und das ist, dass wir heute, wenn wir uns das Schulsystem aktuell angucken, mit einer sehr hohen Ausdifferenzierung konfrontiert sind. Ich glaube, das muss man noch mal anders in die historische Perspektive einordnen, nur um es noch ein bisschen klarer zu machen. Mhm. Fächer, die Fächerstruktur, die wir jetzt an Gymnasien, an Realschulen, an Oberschulen sehen, das ist nichts, was vom Himmel gefallen ist. Es hat sich nicht irgendjemand mal hingestellt und gesagt, wir brauchen eine Stundentafel, die genau so aussieht, mit 2 Stunden Deutsch, 2 Stunden XY, sondern das sind langwierige historische Prozesse, die so spätestens in Deutschland im 18. Jahrhundert ansetzen. Vorher müssen wir uns das so vorstellen, es gab keine wirklich klare Gliederung für Lehrerinnenausbildung. Es gab unendlich viele verschiedene Lehrmaterialien, die dann teilweise von den Lehrern, es waren männliche Lehrer, ne, insbesondere in den dann eingerichteten Volksschulen, selbst erstellt wurden. Und daraus hat sich dann sowas wie ein Kanon, ein Fächerkanon erstmal verfestigt. Der wird dann zwischendrin immer mal wieder aufgebrochen und da kommen neue Fächer dazu. Das sehen wir zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, wo im Rahmen der Re-Education an vor dem Zweiten Weltkrieg schon existente Bemühungen zur staatsbürgerlichen Erziehung angeknüpft wird. Und dann sowas wie Politikunterricht plötzlich kommt. In dem Rahmen von dem wird auch die Bundeszentrale für politische Bildung sozusagen mitgegründet oder zumindest angestoßen. Die Frage, ob das jetzt zeitgemäß ist mit Fächern, ist, glaube ich, eine, die wir nur beantworten können, wenn wir eine Zeitdiagnose liefern. Christian hat gerade eben schon gesagt, dass es Kombinationen des Ganzen gibt, die möglicherweise sinnhaft auf einzelne Probleme eingehen können. Aber ganz konkret zu sagen, ja, finde ich gut, sollte man auf jeden Fall behalten, diese Fächer, oder nein, finde ich total doof, kann ich nicht sagen. Wobei es natürlich Vorteile gibt, dass es Fächer gibt. Ein Vorteil davon, dass es Fächer gibt, ist, dass die eine besondere Art der Fachlichkeit bei den SchülerInnen auch schon im Schulunterricht versucht anzustreben. Mathematisches Denken funktioniert anders als Denken in der Biologie. Das Denken im Deutschunterricht sollte idealiter anders funktionieren als das Denken im Chemieunterricht. Und wenn wir jetzt sagen würden, das lassen wir alles weg, wir machen jetzt hauptsächlich domänenorientierten Unterricht. Es gibt irgendwelche Themen und dann arbeiten x Fächer daran mit. Idealerweise ist das dann noch an den gesellschaftlichen Anforderungen orientiert. Dann geht was verloren. Und zwar geht diese Fachlichkeit verloren. Und insbesondere, wenn wir für die Gymnasien sprechen, wird dann eine Kopplung von 2 Bildungsinstitutionen sehr schwierig. Und zwar die Kopplung von Gymnasium oder anderen Wegen zum Abitur und dem universitären Studium. Es gibt gute Argumente dafür, das zu behalten, gibt aber auch wahrscheinlich Argumente dagegen. Mhm. Sabine, jetzt waren wir alle in der Schule und hatten unsere Lieblingsfächer und Fächer, in die wir nicht so gerne gegangen sind. Was waren so deine Favoriten zur Schulzeit und was hast du gerne schnell hinter dich gebracht? Ich gestehe, dass ich die MINT-Fächer nicht unbedingt zu meinen Lieblingsfächern erkoren habe. Aber dankbar bin, dass ich doch wenigstens ein paar Basics mitbekommen habe, weil natürlich man im Laufe eines Lebens nicht weiß, womit man konfrontiert wird und was man vielleicht noch mal brauchen und ausbauen könnte. Insofern, dieses lebenslange Lernen ist ganz, ganz wichtig, vielleicht heutzutage wichtiger geworden als früher. Und da die Basics kennengelernt zu haben und auch die Methodenkompetenz zu erfahren, wie kann ich mir darauf aufbauend später noch was dazu ins Hirn holen sozusagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, bei diesem Fächer
übergreifend oder fachspezifisch unterrichten, das eine tun und das andere nicht lassen. Mhm. Bevor ich Fächer verbinde, brauche ich ja in jedem Fachgebiet ein paar Grundlagen, Faktenwissen, um dann weiter und vernetzt damit umgehen zu können. Wir haben etliches an Erfahrungen im baden-württembergischen Schulsystem. Wir hatten Bildungspläne mit Fächerverbünden, das hat man wieder zurückgefahren, bis auf einige Ausnahmen. Das Problem ist auch, ich brauche ja auch die Lehrkräfte, mhm, die so ausgebildet sind, dass sie Physik und Biologie, mhm, gleichzeitig unterrichten können zum Beispiel. Und daran hat es dann auch gehakt. Und ich glaube, wir müssen auch die Schularten unterscheiden. Wir haben zum Beispiel im Realschulbereich, im Gemeinschaftsschulbereich, in den Hauptschulen, Werkrealschulen ganz viel auch Projektunterricht. Mhm. Wir haben es meines Wissens nach auch in den Gymnasien. Ich habe es bei eigenen 3 Kindern erlebt. Einmal im Schuljahr oder im Schulhalbjahr gab es eine Projektwoche. Und da haben sie wirklich sehr praxisorientiert Dinge miteinander vernetzt und verzahnt. Und das ist eine tolle Erfahrung, absolut wichtig, lebensnah. Und holt vielleicht auch aus Schülerinnen und Schülern noch mal Dinge raus, die sie sonst im normalen Schulunterricht, mhm, gar nicht so entwickeln könnten. Also ich würde wirklich sagen, der Mittelweg ist wie oft das Richtige. Aber ich sage jetzt mal, es ist halt nur eine Woche, eine Projektwoche im ganzen Schuljahr. Vielleicht könnte man das ja auch noch ein bisschen ausbauen. Das ist was, was ich so auch in meiner Schulzeit, mhm, ein Stück weit vermisst habe, sodass meine Talente so richtig erkannt worden sind und dann auch gefördert worden sind. Klar gab es dann auch später in der Oberstufe dann auch die Schwerpunktfächer und Leistungskurse, wie es damals bei mir noch hieß. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich relativ starr gefangen gefühlt in dem Schulsystem. Ist das vielleicht auch was, wo der Zeitgeist ein bisschen hingehen müsste, dass die Talentförderung noch verstärkt werden müsste, frühzeitig, um auch den Weg zu ebnen in Richtung Hochschule? Ja, in welche Richtung werde ich dann mal mein Studium wählen, wenn ich studiere? Also wir haben ja jetzt in der Oberstufe wieder mehr so Schwerpunktfächer eingerichtet, dass man da der eigenen Neigung entsprechend mehr Unterricht sich abgreifen kann als in anderen Dingen. Und ich glaube, dass die Lehrkräfte heute sensibilisiert sind. Also wenn ich gucke, zum Beispiel Sprachkompetenz Englisch, oftmals wird eine Bio-Stunde jetzt in Englisch unterrichtet. Oder diese Kompetenz Lesen. Das kann ich auch schon in den kleineren Klassen im Mathematikunterricht durch Textaufgaben ganz gezielt stärken. Da, glaube ich, gibt es mittlerweile ganz viel Crossover, mhm, auch im Unterricht. Also die Sensibilisierung ist da. Was in der Praxis dann jedes Mal möglich ist, ist die nächste Frage. Mhm. Christian, Sensibilisierung ist da, aber ist die Vorbereitung dann auch für ein Studium so gegeben, dass ich dann am Ende meiner Schulzeit, also wenn wir jetzt mal nur auf die Studenten schauen, auf die Abiturienten, dass sie dann wissen, okay, das ist das Studium, das ich angehen möchte. Ich habe den Eindruck, dass da heute oftmals noch ein bisschen mehr Fragezeichen nach Ende der Schulzeit da sind, wie es vielleicht noch zu der Zeit war, als wir die Schule beendet haben. Also was wir von der Bildungsforschung her sehen, ist, dass die Abiturnote leider immer noch mit einer der wichtigsten Prädiktoren, mhm, ist für den Erfolg im Studium. Ich bin in verschiedenen Projekten involviert, wo wir uns die Übergänge und die Studienverläufe von Studierenden auch besser anschauen, wann Studierende ihre Studienfächer wechseln, was da mögliche Prädiktoren sind, damit wir genau so etwas auch frühzeitig erkennen. Weil es ist wirklich wichtig, Studierenden sowohl zum einen viele Möglichkeiten zu bieten, in verschiedene Studienfächer auch hereinzugehen. In den USA beispielsweise ist es sehr spannend. Viele Studierende kommen in das erste Studienjahr ohne ein Studienfach deklariert zu haben, um dann in verschiedenen Bereichen nochmal sich auszuprobieren und dann das Studiumsfach zu wählen. An verschiedenen Universitäten, wie beispielsweise der Universität Tübingen, gibt es dieses sogenannte Studium Generale, mhm, was auch in die Richtung auch geht. Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, wo man quasi so die Flexibilität auch noch weiter fördert. Auf der anderen Seite sehe ich es allerdings auch, dass wenn Schülerinnen oder Schüler bzw. Studierende von vornherein wissen, okay, ich möchte Chemiker werden und das ist mein Lebensziel,
Ziel. Ich habe auch schon vorher irgendwie in verschiedenen Chemieprojekten mitgearbeitet, vielleicht an Bundeswettbewerben mitgemacht. Ich weiß genau, das ist die Zukunft. Diese Studierenden sollte man genauso quasi in einem Fast-Track quasi die Möglichkeit bieten, vertieftes Wissen und auch frühzeitig sowohl sich fachlich fortzubilden, als auch direkt in die Forschung auch mit einzusteigen. Mhm. Sebastian, in Finnland hat man 2018 angekündigt, so die klassischen Schulfächer abschaffen zu wollen. Das wurde in den Medien ziemlich stark aufgegriffen, auch hier in Deutschland. Die finnische Regierung hat ein bisschen zurückgerudert. So richtig ganz abschaffen wollen wir es eigentlich doch nicht. Wir wollen eigentlich den Schülerinnen und Schülern so Interessenschwerpunkten zur Auswahl geben. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Blick über die deutschen Grenzen hinauswerfen, bei allem Föderalismus, den wir ja schon auch kurz diskutiert haben und die Unterschiede, die wir selbst bei uns im eigenen Land haben, gibt es da für dich so ein Masterpiece in Europa, wo du sagen würdest, hey, die machen das richtig gut? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich hatte einen Schulversuch in den Niederlanden, ja, muss man ein bisschen weiter ausholen. In den Niederlanden wird eine angepasste Form der sogenannten Jena-Plan-Pädagogik praktiziert. Der Jena-Plan wurde von einem Pädagogen aus Jena entwickelt, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Der sieht so Dinge vor wie klassengemischten Unterricht, die Aufweichung von diesen ganzen Fächerstrukturen, imaginiert da eine sehr, naja, fast schon von der Gesellschaft auf eine positive Art losgelöste Art von Schule, in der es erstmal um andere Sachen geht, als beispielsweise Anpassung an einen Job oder Anpassung an die Erfordernisse, die so ein Bildungssystem erstmal an mich stellt. Ich glaube, das läuft in den Niederlanden ganz gut. Das würde ich immer als interessante Idee hochhalten wollen. Wir haben aber auch solche reformpädagogischen Überlegungen, die nicht per se jetzt besser sind, in Deutschland. Das sind dann aber größtenteils Versuchsschulen oder Schulen, die nicht unbedingt im öffentlichen Bereich wirklich stark auftreten. Wir hatten es im Vorgespräch aber auch schon, dass viele reformpädagogische Ideen wie Individualisierung von Unterricht oder unterschiedliche Arten des Lernens und Lernens auch in Gruppen auszuprobieren, mittlerweile so ins standardisierte Bildungssystem einfach eingegangen sind. Ich glaube, selbst ich, und ich bin jetzt schon ein bisschen aus der Schule raus, habe eine Schule erlebt, da wurde in Gruppen gearbeitet. Also diese Vorstellung von wegen vorne steht einer, ja, ne, wenn alles schläft und einer spricht, ja, dann nennt man das Unterricht. Mhm. Das gibt's, glaube ich, an der Stelle. Im schlimmsten Fall noch mit der Kreidetafel. Genau, ja, so richtig. Aber das kann ja auch schön sein, mal so oldschool jemanden vorne zu stehen haben, der tatsächlich was aufschreibt. Aber die Frage war jetzt ja eine andere. Ich glaube, oft funktioniert das gut, wenn man diese bereits gut funktionierenden, oft reformpädagogisch inspirierten Dinge sich nochmal anguckt und dann auch eingehender evaluiert. Das wird ja mittlerweile auch getan. Es kann aber auch komplett nach hinten losgehen. Und ein Beispiel, was ganz gut auch mit Digitalisierung zusammenpasst, sind die sogenannten, oder waren die sogenannten Steve Jobs-Schulen. Die wurden von einem niederländischen Meinungsforscher gegründet, Maurice de Grond. Und so ein bisschen das Versprechen war, wir geben jetzt erstmal jedem Kind ein iPad. Ja, also Maurice de Grond fand Steve Jobs, als er noch gelebt hat, total super. Und dann packen wir da auch so LernbegleiterInnen hin. Also wir nehmen so ein bisschen die Rolle der Lehrkraft raus. Die soll dann unterstützend wirken, wenn die Schülerinnen Probleme haben. Und dann tracken wir alle Ergebnisse, die produziert werden im Unterricht. Das war erstmal ein großes Versprechen. Von wegen, so kann Schule auch aussehen. So könnte das besser sein. Das passt irgendwie an die sich verändernde und digitalisierte Welt. Die Schule ist, glaube ich, nach 4 Jahren gescheitert. Das Ganze hat einfach nicht das Versprechen gehalten. Und ich glaube, so ist es bei Schulversuchen sehr oft. Also wenn wir anfangen, was zu ändern, dann geben wir und möglicherweise auch die Bildungspolitik, vielleicht aber auch die Gesellschaft als Ganzes, dem Ganzen immer zu wenig Zeit. Ne? Mhm. Menschen müssen das ja auch erstmal durchlaufen und dann möglicherweise nicht direkt wieder nach einer Legislaturperiode gegensteuern. Aber man will, ging jetzt gar nicht in die Richtung so komplett. Also ich denke, man kann sich nicht ohne weiteres ein anderes Schulsystem importieren oder ein paar Rosinen aus einem anderen Land rauspicken, sondern wir haben eine eigene Kultur, wir haben eine eigene Schulkultur. Ich sag mal, vielleicht kommen wir in Deutschland doch stark auch vom humanistischen Bildungsideal. Bei uns geht es nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, was auf dem Arbeitsmarkt verwertbar ist, sondern wir denken immer auch an Persönlichkeitsausbildung. Und wir haben ja auch jetzt in den Bildungsplänen die Kompetenzen ganz stark hervorgehoben. Also ich habe vorhin auch von der Methodenkompetenz gesprochen. Es geht aber auch um die sozialen Kompetenzen.
Das ist so ein Grund, warum ich sage, Digitalisierung kann ein Aspekt, ein zusätzliches Medium im Unterricht sein, aber das soziale Miteinander, die Lehrerpersönlichkeit, die auch eine Bindung mit dem Schüler aufbaut, weil ich denke, also Bildung braucht Beziehung, das wird sich nicht abschaffen lassen. Und vielleicht sind andere Länder mit auch einer anderen Einwohnerdichte, einem anderen Flächenverhältnis von Einwohner und Entfernung, wo man wohnt, da anders aufgestellt und haben auch andere Notwendigkeiten. Aber wir hocken ja immer noch ziemlich dicht aufeinander und jeder kann eigentlich noch zu Fuß zur Schule gehen, so ungefähr. Also das sind alles Aspekte, die, glaube ich, mit reinspielen. Man kann sich nicht so ohne weiteres was woanders abholen. Jetzt bist du ja auch im Schulausschuss im Landtag, also auch ganz nah dran in der Bildungspolitik in Baden-Württemberg. Wenn wir jetzt gerade schon den Blick über die deutschen Grenzen hinausgeworfen haben, vielleicht auch nochmal den Blick nach Deutschland zurück. Der Föderalismus, das hat sich jetzt gerade auch in der Corona-Zeit gezeigt, kann Vorteile haben, kann aber auch Nachteile haben. Ist denn die Bildungspolitik als Ländersache, ist das noch zeitgemäß oder sollte man da nicht als Land Deutschland vielleicht hier auch, gerade auch, wo auf dem Arbeitsmarkt auch mehr Mobilität gefordert ist, wo ein Wechsel des Bundeslandes heute viel, viel häufiger der Fall ist, als es noch vor 30, 40 Jahren war, sollte man da nicht eine einheitlichere Regelung im Bundesgebiet auch finden? Das wird ganz oft jetzt so als, als Zaubermittel gesagt. Wenn das alles von Berlin aus geregelt würde, dann wären wir alle Probleme los. Ich glaube, wir hätten dann andere und massive Probleme, die ich mir nicht unbedingt an Land ziehen will. Ich bin weiterhin der Meinung, dass es gut ist, wenn man relativ dicht dran ist an den Schulen, an den Kommunen als Schulträgern, im Kontakt ist mit der Bevölkerung und denen, die wirklich dahin gehen. Wir haben Landeselternbeirat, Landesschülerbeirat, die sind alle im Ministerium und unterhalten sich. Ich glaube schon, dass diese Bürgernähe wichtig ist. Wir haben die Kultusministerkonferenz, wo man sehr mühsam, das gebe ich zu, immer wieder versucht, ein bisschen Standards zu setzen. Aber rein grundsätzlich kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, und wenn ich jetzt nach Frankreich gucke, was ja zentralistisches Land par excellence ist, wie wenig Akzeptanz da jetzt gerade in dieser Corona-Zeit von Paris aus bestimmte Maßnahmen entfalten und wie der Widerstand da ist, weil die so weit weg sind, die da in Paris. Ich glaube nicht, dass das eine Lösung wäre für uns in Deutschland. Wie sehen das die Herren? Also ich glaube, dass sehr gute Punkte angesprochen wurden. Und zwar zum einen ist es sehr wichtig bei sämtlichen Schulversuchen oder auch bei sämtlichen Bildungsreformen, dass man die evidenzbasiert macht. Und dass man, wenn man einen neuen Versuch oder eine neue Reform macht, ein wissenschaftliches Begleitprogramm mit da herandockt, um wirklich zu schauen, okay, welche Bestandteile funktionieren, welche Bestandteile funktionieren weniger, wie nachhaltig sind solche Reformen. Ich glaube, Beispiele aus anderen Ländern zu nehmen oder Beispiele von speziellen Modellprojekten zu nehmen, bietet sicherlich viele gute Inspirationen. Das Schulsystem ist unfassbar komplex mit so vielen Educational Stakeholdern, Lehrern, Schülern, Schulleitungen, den Berufsbildungsträgern, die Hochschulen, viele andere Eltern, viele andere Gruppierungen von Leuten, die einen großen Einfluss auf das System haben. Und ich glaube, dieses komplexe System Schule, das sieht man ja auch bei der Einführung der Gesamtschulen. Prinzipiell gedacht als eine Schulform, auf die wirklich jeder Schülerin und jeder Schüler gehen kann. Aber das parallel neben dem zwei- oder dreigliedrigen Schulsystem einzuführen, ist keine wirkliche Gesamtschule, seien wir mal ehrlich. Schwierig. Von daher ist es so die Evidenzbasierung wirklich sehr wichtig. Bezogen auf föderalistisches System und Einfluss Berlins. Ich glaube, als Forscher ist es an sich super spannend, viele verschiedene Systeme zu haben, weil man dann, deswegen machen wir das, weil man dann genau anschauen kann, okay, wie performen die Systeme? Oder beziehungsweise, was sind da, wo sind Schwierigkeiten, wo sind gewisse
Chancen. Wir sehen beispielsweise, dass in manchen Bundesländern Kinder aus bildungsferneren Schichten wesentlich besser bessere Bildungschancen bezüglich Studium und so weiter besitzen als in anderen Bundesländern. Und dann ist es natürlich auch spannend zu evaluieren, okay, woran kann das liegen, was sind Möglichkeiten, woraus auch quasi andere Bundesländer lernen können. Was uns allerdings sehr helfen würde, um wirklich gute Aussagen zu treffen, wären zentrale standardisierte Prüfungen. Beispielsweise ein bundesweites Zentralabitur, wo damit es wirklich klare Benchmarks gibt, damit man sehen kann, okay, wo oder damit man wirklich quasi gewisse Maßstäbe hat. Klar, dass man sich anschauen sollte, okay, welche Standards man festsetzt. Super schwierige Diskussion. Ich glaube, das müssen viele Leute auch wirklich viel darüber nachdenken. Auch wirklich spannend, dass es gibt schon Bestrebungen quasi mit einem zentralen Aufgabenpool, wo Länder Aufgaben hingehen. Allerdings, was ich anekdotisch gehört habe, ohne dass ich da wirklich auch genauer drin bin, ist es eher so, dass, also wie gesagt, nur anekdotisch, dass die Länder, die Aufgaben in den Pool reingeben, auch sehr wahrscheinlich sind, genau die gleichen Aufgaben wieder für ihr eigenes Bundesland wieder zu nehmen. Okay. Also ich glaube, das wäre da schon von Vorteil, da in gewisser Weise mehr Standardisierung bei so etwas auch. Aber ein interessanter Punkt, diese bundeseinheitlichen Prüfungen. Sebastian, der Einzelabiturient aus Bremen hat nicht die gleiche Qualität wie der Einzelabiturient aus Bayern, kann man das so sagen? Also wenn ich, Christian, dir jetzt folge, wie du hast gesagt hast, dann hast du ja auf der einen Seite darauf hingewiesen, dass die sozialen Voraussetzungen in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich sind. Ne? Das ist ja erstmal was man sagen kann. Menschen sind unterschiedlich, Kontexte sind unterschiedlich und in einzelnen Kontexten werden dann möglicherweise, Jens, du hast gerade von Talenten gesprochen. Ich würde eher so, ich weiß gar nicht, von Talenten würde ich, glaube ich, nicht sprechen. Ich würde mal sagen, das sind auch keine wirklichen Begabungen, sondern das sind Dinge, die erzeugt werden in so einer pädagogischen Situation. Das liegt ja nicht unbedingt, das liegt nicht genetisch in den Menschen drin. Das wäre ja sehr naturalistisch gedacht. Da könnte man aber auch noch weiter drüber streiten. Ich glaube nicht, dass das in Menschen so drin liegt, sondern ich glaube, dass der Mensch da so plastisch ist, dass er extrem viel lernen kann. Und in Abhängigkeit von der Förderung hätte es vielleicht auch sein können, dass ich Mathe irgendwann ganz toll gefunden hätte. Ich wollte gerade sagen, du wolltest einen Physiker machen. Ne? Ja, vielleicht hättest auch du Physiker werden können. Aber meine Frage ist jetzt so, also wir haben auf der einen Seite Differenz, ne? die ist vorhanden. Und wenn ich jetzt an eine Grundschule in Mülheim an der Ruhr denke, dann ist diese Grundschule in Mülheim an der Ruhr um einiges schlechter ausgestattet als eine Grundschule in Reutlingen beispielsweise. Jetzt rein von der Ausstattung. Ja, räumlich. Ja, dann hast du marode Strukturen, dann hast du eine ganz andere sozioökonomische Lage des Viertels, was das Ganze umgibt. Und dann gehen diese Kids los und machen sich auf ihren Bildungsweg und möglicherweise ergeben sich irgendwelche Fahrtabhängigkeiten. Alle kommen irgendwie zum Abitur und dann kriegen sie trotzdem einen standardisierten Test. Wäre super, weil man dann genau sehen kann, wo kommen Schülerinnen und Schüler her, was sind deren Voraussetzungen. Wenn man dann sogar wirklich, klar, Datenschutz, Ethik und so weiter, da müssen wir uns darüber unterhalten, wie man das in einem geschützten Raum so macht, dass diese riesigen Datenmengen, die auch wirklich vorhanden sind, die halt nur zurzeit noch nicht verwendet werden, um wirklich in der Forschung damit auch für die Bevölkerung Kenntnisse zu sammeln. Also klar, der Datenschutz ist super wichtig, aber da wird man auch Wege finden, da bin ich von überzeugt. Aber wenn es dann einen standardisierten Test gibt, dann würde man doch wirklich sehen können, okay, hey, Schulen XYZ brauchen mehr Unterstützung. Und dann, das ist doch ideal, das ist doch das, wenn ich Bundesbildungsminister wäre, ich würde das doch wissen wollen, weil dann kann ich doch dann gezielt Ressourcen, sei es jetzt die qualifiziertesten Lehrkräfte, die wir finden. Lehrkräfte sind übrigens mit der wichtigste Bestandteil in unserem Bildungssystem. Und dann könnte man genau diese Lehrkräfte genau in solche Schulen motivieren, incentivieren,
dahin zu wechseln, weil genau diese Schülerinnen und Schüler brauchen doch die besten Lehrkräfte. Aber leider ist es doch auch so, dass wenn wir uns anschauen, wo gehen gute qualifizierte Lehrkräfte hin, die gehen dann doch auch zu dem traditionellen humanistischen Gymnasium, auf dem sie selber ausgebildet worden. Sebastian, aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, du hättest Kinder, du durftest frei wählen, wo dürften sie ihren Schulabschluss absolvieren? Wo würdest du sie hinschicken? Nach Sachsen, nach Hamburg, nach Nordrhein-Westfalen? Ja, selbstverständlich nach Baden-Württemberg. Also die erste Antwort, die ich jetzt gerade geben könnte, ich hab keine Kinder aktuell. Ich glaube, meine Kinder würden da zur Schule gehen, wo ich aktuell bin, und ich würde nicht versuchen, nach irgendwelchen Indikatoren zu unterscheiden. Man kann in Sachsen-Anhalt sicherlich ein großartiges Abitur machen. Viele Leute kommen da zum Abschluss. In Thüringen ist es genauso. Das sagt aber, glaube ich, erstmal nicht sonderlich viel über die Qualität des Schulsystems aus. Schule macht unterschiedliche Sachen. Zum einen weist sie gesellschaftliche Positionen zu. Zum anderen, man könnte sagen, sie siebt aus, sie selektiert. Ne? Also nicht alle Menschen, so sehr das auch intendiert ist, werden zum Abitur geführt, sondern nur einige bekommen am Ende diese Bewertung Abischnitt von 2,5, wie es zum Beispiel bei mir dann war. Und mit diesem Abischnitt von 2,5 oder 1,2 oder 3,4 werden Lebenschancen vergeben. Und da ist es relativ egal, weil alle Bundesländer eben nur diese Lebenschance qua numerische Zuweisung, also die geben dir quasi am Ende die Zahl. Und dann kannst du, wenn du studieren willst, dich irgendwo bewerben. Und wenn du eine Ausbildung machen möchtest, dann hilft es vielleicht noch, wenn die Leute denken, ah, hat in Bayern das Abitur gemacht oder hat in Bayern den Realschulabschluss gemacht, da ist möglicherweise mehr. Aber die Entscheidung, wo meine Kinder selbst zur Schule gehen würden, da, wo ich dann gerade an der Stelle bin. Hm. Bildung ist ja auch mehr als Schule. Das muss man, glaube ich, ganz unbedingt hervorheben. Welches Land hat eine gute Vereinslandschaft? Wo ist die Weiterbildung gut? Und wo sind die Ausbildungsstellen vorhanden? Weil man will ja nicht nur jeder Abitur machen, sondern vielleicht nachher auch eine duale Ausbildung gehen. Und auf dem Arbeitsmarkt, was der zu bieten hat, ist dann auch noch wichtig. Aber ich glaube wirklich, was Sie gesagt haben, ist das Schönste. Meine Kinder gehen da zur Schule, wo ich bin. Die Familie ist doch der erste Bildungsort und der wichtigste. Ja, beziehungsweise, was wir natürlich auch sehen, ist, dass wenn wir uns die Notenverteilungen in den einzelnen Bundesländern anschauen, die Variation innerhalb eines Bundeslandes ist wesentlich größer als die Variation zwischen den Bundesländern. Also ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Ach so, also dass es da quasi super viele total gute Noten gibt, aber dann auch sehr viele eher schlechte Noten? Oder ich habe es, glaube ich, nicht ganz gecheckt. Das Angebot. Dass es viele gute und viele schlechte Noten innerhalb eines Bundeslandes vergeben werden und dass dort viel mehr, viel größere Unterschiede innerhalb von, sagen wir mal, Bremen bestehen, als jetzt, wenn wir uns jetzt nur Bremen und Baden-Württemberg anschauen und die beiden dann vergleichen würden. Ich möchte noch einen anderen Aspekt auch mit euch besprechen. Die Kinder meines Cousins, die sind alle auf der Waldorfschule. Und habe länger mit ihm auch über unser Thema heute gesprochen und hat mir erzählt, dass bis zur 8. Klasse gibt es gar keine Noten. Erst ab der 8. Klasse geht es dann los, aber trotzdem gibt es einen qualifizierten Abschluss selbstverständlich, um dann auch die Möglichkeit zu geben, dann auch zu studieren, das ist ja klar. Aber was er als sehr positiv empfunden hat, jetzt bei dieser Art des Unterrichts oder dieser Schulart, dass beispielsweise Schwerpunkte gesetzt werden. Also es gibt Schwerpunktwochen Mathematik, ja, wo dann 2 Wochen lang gewisse Themen bearbeitet werden. Für mich wäre das der Horror gewesen, Schwerpunktwochen Deutsch. Hätte ich dann viel cooler gefunden. Aber du hast vorher gesagt, wir wollen nicht die Rosinen uns rauspicken. Aber wäre sowas vielleicht auch eine Geschichte, wo man sagt, ja, auch da könnte vielleicht das staatliche Schulsystem Dinge lernen und anpassen? Also wir gucken uns schon gute Beispiele ab und integrieren die. Und gerade aus dem Waldorfbereich, der ja jetzt hier bei uns in Baden-Württemberg und gerade auch im Stuttgarter Raum sehr stark vertreten ist, gibt es ganz viele wertvolle Impulse. Und ich habe das persönlich, ich habe jetzt auch 3 erwachsene Kinder, aber diesen Waldorfbereich,
habe ich auch immer sehr im Blick gehabt. Und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dieses Fächerübergreifende und diese Projektarbeit, das haben wir. Wir haben Schulgärten, wir haben jetzt ein bisschen viel vom Abitur gesprochen, aber wir haben in anderen Schularten auch dieses Schule und Beruf, diese Kooperation, wo die jungen Leute fast einmal in der Woche mal in eine Bäckerei oder irgendwas gehen und auf die Art und Weise oft auch ihren Arbeitsplatz bekommen. Sie müssen alle ein Praktikum machen, Bogi im Gymnasium, Bogi Bors in der Realschule und so Sachen. Also dieser, gerade auch dieser Praxisbezug und die Talentsuche, finde ich, ist wichtig. Ich glaube schon, dass es da Begabungen gibt. Also wenn man selber Kinder hat, also wenn ich meinen Sohn habe beim Laufen lernen zugeschaut, der hatte eine Körperspannung und später ein Ballgefühl. Das haben andere Kinder in der Form nicht gehabt. Da habe ich schon den Eindruck gehabt, das war eine natürliche Begabung, die man dann auch als Eltern oder als Lehrkräfte sieht und denen die Ballsportarten zum Beispiel ranführt oder so. Und was wir haben, was wir vielleicht auch nicht unterschätzen dürfen, wir haben ja diese Leitperspektiven, wo man sagt, neben dem Unterrichtsfach und dem Faktenwissen und den Kompetenzen wollen wir auch Orientierung vermitteln. Da gibt es eine Leitkompetenz für berufliche Orientierung, da gibt es eine für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht, da gibt es eine für Ernährung und Verbraucherverhalten und so Sachen. Das sind auch alles Dinge, die unsere Schulen mit vermitteln wollen und sollen. Und das machen sie ganz oft in solchen übergreifenden oder in so Projektarbeiten und Zeiten. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der gerade jetzt während der Corona-Zeit aufgekommen ist, ist die Digitalisierung. Und Christian, du als auch Experte in diesem Bereich müsstest wahrscheinlich jetzt jubeln, dass Corona gekommen ist, damit Deutschland auch im Bildungssystem jetzt mal aufwacht und endlich digitaler wird. Was die Herangehensweise, was Hardware anbelangt, aber auch was Leitungen anbelangt, aber auch was die Digitalisierung im Unterricht anbelangt. Ist da noch ganz, ganz viel zu tun aus deiner Sicht in Deutschland? Also mir wäre es auf jeden Fall wesentlich lieber, wenn wir das Coronavirus wesentlich besser und auch wesentlich umfangreicher, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Belgien, den USA, auf der ganzen Welt in unter Kontrolle gekriegt hätten, damit wirklich die vielen, vielen Millionen an Betroffenen auch wirklich nicht so leiden mussten und auch die vielen Hunderttausenden Menschen, die gestorben sind. Also das ist wirklich, also wir hätten nicht das Virus gebraucht, um zur Erkenntnis zu kommen, dass wir digitaler werden müssen. Genau, aber ich glaube schon, dass es wirklich Impulse gibt, bezogen auf wie digitale Medien, welche Chancen und welche Potenziale digitale Medien besitzen. Ich würde allerdings auch sehr stark davor warnen, den Unterricht oder die Vorlesungen oder was jetzt in Ausbildungsbetrieben digital stattfindet, als die ideale Form von digitaler Bildung zu sehen. Weil sehr viel, und wir haben auch vorhin darüber gesprochen, Lehrkräfte sind sehr wichtig. Und sehr viel von diesen digitalen Angeboten wurden absolut kurzfristig hochgezogen, um halt wirklich an diesem akuten Problemfall Hilfestellung zu bieten. Also ich habe selber mit dem Baden-Württemberger Zentrum für Lehrerbildung und genau Lehrerbildung. An Fortbildungskonzepten gearbeitet. Wir haben beispielsweise so ein Online-Forum für Lehrkräfte hochgezogen, wo sich Lehrkräfte austauschen können, verschiedene Fragen stellen können. Genau. Das Fortbildungsangebot wurde ebenfalls erweitert. Es gibt wirklich viel, was jetzt zurzeit passiert. Aber es ist auch so, dass wir wirklich schauen müssen, okay, was können wir wie umsetzen in der Zukunft und quasi
um dann auch wirklich von wieder mit der Evidenzorientierung uns wirklich anzuschauen, okay, was sind gute Arten von Online-Kursen an der Hochschule beispielsweise. Okay, dann willst du nicht auch sagen, dass wir da über Jahre eigentlich eine Entwicklung verschlafen haben? Klar, in absolut. Deutschland und Baden-Württemberg? Ja. Also ich glaube, wir Deutschland hat den großen Vorteil, wir haben mit die schlauesten Menschen der Welt. Wir müssen den Vorteil nur umsetzen. Ich glaube, wir sind zurzeit in einer sehr spannenden Zeit, wo sich die Welt geopolitisch gerade sehr stark verändert. Ich will, dass wir hier an der Weltspitze sind. Und so etwas kriegen wir aber nur hin, wenn wir auch die besten Leute sowohl in Deutschland behalten, genauso die neueste oder die nächste Generation bestmöglich ausbilden. Ich glaube, wir haben sehr viel Potenzial. Wir haben so viele richtig Welt- und Weltunternehmen, die sehr viel Energie, sehr viel Zeit, sehr viele Ressourcen für Bildung bereitstellen, sowohl jetzt schon derzeit bereitstellen, als auch in Zukunft vielleicht auch noch weiter intensivieren, damit wir unseren Standort stärken. Mhm. Klar, wir haben sehr viel Zeit verloren und Länder wie Indien, China, die auch weniger politische Skrupel haben in Bezug auf, sagen wir mal, Privatsphäre, Datenschutz, was bei Online-Lernumgebung auch immer ein großes Thema ist, wenn wir so dahingehend uns anschauen, wie man Daten verwendet, wie man Schülerleistung tracken kann, wie man da wirklich individualisiert und personalisiert Schülerinnen und Schülern Feedback geben kann. Das ist so aus lerntheoretischer Sicht sehr von Vorteil. Schülerinnen und Schüler profitieren enorm. Datenschutzmäßig muss man halt hier sehen, wie man so etwas macht. Aber ich glaube, wir haben sehr viel Potenzial, um auf die Frage zu kommen. Ich glaube, wir haben sehr viel Potenzial, die Lücke, die wir zurzeit haben, wieder zu schließen. Und ich glaube, das sollten wir als Gesellschaft als eines unserer zentralen Themen für die nächsten Jahre auch sehen. Ja, es sind ja jetzt auch wieder Wahlen in Baden-Württemberg und in Stuttgart zunächst mal, dann in Baden-Württemberg, dann auch in Deutschland. Sabine, muss Digitalisierung wirklich auf einer Ebene sein mit Klimaschutz, mit Weltwirtschaft, damit wir in Deutschland dort auch von diesen letzten Positionen, die wir aktuell ja in Europa sogar einnehmen, also da sind wir ja wirklich im letzten Drittel, was Digitalisierung anbelangt, dass wir da an die Weltspitze kommen, dass wir auch mal wieder Vorreiter sein können bei solchen modernen Technologien? Also ich denke, Digitalisierung ist ein Muss. Es ist in der Welt. Es ist natürlich jetzt irgendwie ein Schlagwort, wo ganz viel darunter gehört. Wir hatten eben von Waldorf gesprochen. Die haben Werkstätten zum Holzinstrumente bauen. Die arbeiten mit Wolle, mit Materialien. Begreifen kommt von Greifen. Und deswegen haben wir auch lange gesagt und deswegen vielleicht die Zeitverzögerung. Gerade in den Grundschulen muss ein Kind erst mal real lernen, sich die reale Welt erschließen, bevor es sich in der virtuellen Welt bewegen kann. Und ich glaube, es ist auch nicht so ganz falsch. Wir sollten jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wenn die Kultusministerin immer sagt, Wischen ersetzt Lesen nicht, dann bin ich ein großer Fan von diesem Satz. Aber tatsächlich ist es so, wir sind ja jetzt auch dran in dieser Legislaturperiode, man gibt 1 Milliarde Geld aus, um den Breitbandausbau voranzubringen. Die Schulen müssen ans WLAN-Netz angeschlossen, wir müssen WLAN-Zugang haben, da geben wir jetzt nochmal eine Finanzspritze. Es geht um die Hardware, wir müssen die Schulen mit Laptops ausstatten, da gibt es jetzt nochmal ein Programm vom Bund, kofinanziert vom Land. Wir haben das Bundesprogramm, das läuft ja auch schon ein Jahr und es wurde von Baden-Württemberg noch zu wenig abgefordert. Ja, und es gab jetzt in der Corona-Zeit noch mal eine zusätzliche Spritze, damit die Kinder, die zu Hause keine Ausstattung haben oder aufs Handy nur angewiesen sind, einen Leih-Laptop bekommen. Die Lehrkräfte haben noch keine eigentliche E-Mail-Adresse. Ja,
Also da gibt es noch wahnsinnig viel zu tun und die technische Entwicklung holt uns immer wieder ein. Kaum hat man da ein Problem erkannt und vielleicht gelöst, geht die Entwicklung weiter. Und jetzt in dieser Corona-Zeit waren wir auf Videokonferenzen, auf Webkonferenzen angewiesen. Da haben wir ein Problem mit dem Datenschutz. Wir wissen von vielen Schulen, dass sie gerne mit Microsoft arbeiten möchten. Da ist der Landesdatenschutzbeauftragte noch sehr skeptisch. Da muss sich Microsoft noch ein bisschen bewegen und den deutschen oder unseren Standards anpassen. Es gibt aber unter der Bevölkerung viele Vorbehalte. Es gibt sogar beim Koalitionspartner ganz große Vorbehalte gegen Microsoft. Wir sind aber auch nicht ganz blank in diese Corona-Zeit gegangen. Wir hatten diese Lernmanagementsysteme Moodle, die wir ganz schnell noch aufstocken konnten und die, ich glaube, von 80% der Schulen angenommen werden. Aber ich glaube, wir haben hier eine Herausforderung, der wir uns stellen, die wir auch erkannt haben, aber die so schnelllebig sich weiterentwickelt, dass man, glaube ich, nie ganz auf der Höhe der Zeit und sein kann und State of the Art umgesetzt haben kann. Mhm. Aber wir müssen das machen, das ist unbestritten. Ja, wobei ich glaube, wir haben ja vorhin darüber geredet, das Bildungssystem ist sehr komplex und sehr vielschichtig. Ich glaube, die Hardware und die digitale Infrastruktur, das ist das absolute Mindestmaß. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und es ist erschreckend, dass das einfach zum Teil nicht der Fall ist. Ich hatte beispielsweise sogar Universität Tübingen, Elite-Uni, und das WLAN in meinem Hörsaal funktioniert nicht. Verstehe ich nicht. Zu viel Beton? Naja, aber das ist eine andere Frage. Das kann auch nicht so schwer sein dafür. Aber naja. Ich glaube, neben diesen ganzen Infrastrukturausgaben, die absolut wichtig sind, absolut essentiell, die absolute Grundlage, ich glaube, da stehen zu bleiben, wäre absolut fatal. Ja, genau. Weil wir wirklich auch noch danach weitergehen müssen. In die Lehrkräfte, in Fortbildungen. Klar und auch wirklich massiv investieren müssen, weil ich gebe völlig recht, Lesen und ein Wischen auf einem iPad, das ist nicht ersetzt, völlig klar, aber das ist auch ein fataler Fehler, weil wenn man die iPads nur dazu verwendet, um genau die Sachen zu machen, die man auch mit den herkömmlichen Medien macht, dann braucht man das. Verkennt man die Möglichkeiten des Geräts. Überhaupt nicht. Aber wenn man jetzt beispielsweise in der Physik irgendwie eine kleine, entweder die Wahl hätte, in einem normalen Schulbuch eine statische Abbildung von einem Prozess zu sehen, beispielsweise, oder in einem digitalen Schulbuch wirklich den Prozess illustriert, simuliert, dass man sogar auch da vielleicht noch Variablen verändern kann, um wirklich zu schauen, okay, wenn ich da etwas verändere, welchen Einfluss besitzt das? So viel mehr Möglichkeiten, da wirklich transformativ diese neue Technologie zu verwenden. Oder beispielsweise im sprachlichen Bereich, wenn man verschiedene Wörter nicht erkennt, nicht weiß, dass man sofort die Wörterdefinition anstelle von, dass man diese Wörterdefinition in einem Buch nochmal nachschlägt. Klar, irgendwie wird argumentiert, das ist vielleicht eine wichtige Fähigkeit, aber ist das wirklich im 21. Jahrhundert eine wichtige Fähigkeit? Aber was auch ein großer Vorteil sein könnte, Sebastian, ist, dass tatsächlich auch die Vernetzung unter den Lehrkräften vielleicht stärker werden könnte mit der Digitalisierung. Und da kommen wir wieder zu unserem eigentlichen Thema zurück, was die Fächer anbelangt. Mhm. Auch da können natürlich Digitalisierung helfen, auch so diese vielleicht Grenzen, die zwischen den einzelnen Fächern liegen, zu überwinden? Idealerweise schon, ja. Also wenn wir jetzt so ein bisschen bei Wünsch dir was sind, dann kann man die Idee aufgreifen, dass LehrerInnen mehr miteinander sprechen, höhere, also es gibt unterschiedliche... Müssen wir da schon bei Wünsch dir was sein? Also ich habe jetzt keine Lust auf LehrerInnen-Bashing oder sowas, ich kenne es halt nur aus anderen Kontexten. Es ist halt manchmal schwierig, miteinander zu sprechen. Es gibt unterschiedliche Arten der Kooperation. Ja.
Und wenn man wirklich möchte, dass was am Ende dabei rauskommt, dann ist das super anstrengend. Dann ist das nicht, wir setzen uns nett zusammen und reden mal irgendwie anlassbezogen darüber, wie wir Unterricht besser machen können, sondern dann ist das ein gemeinsamer Lernprozess. Ich glaube halt, und das passt so ein bisschen zu der Frage, abgesehen davon, dass wir jetzt ganz viele neue didaktische Möglichkeiten, also wie kann man jetzt mit dem Tablet arbeiten und wie kann man dieses und jenes Programm einbinden, gerade diskutieren, sagt der Umgang mit den Anforderungen der Digitalisierung sehr viel über eine Gesellschaft aus. Ne? Es sagt was darüber aus, wie wir eigentlich Menschen uns gerade vorstellen, für welche Werte wir eintreten. Sabine, du hattest gesagt, Grundschulbereich, da dürfen die, also jetzt ganz salopp, ne? Ich bin da voll auf deiner Seite, dürfen die Sachen anfassen, da dürfen die Dinge ausprobieren. Da ist ein Sachunterricht vielleicht so gestaltet, dass mal jemand ein Tier mitbringt und alle gucken, wie ist das eigentlich mit dem Tier. Wir haben hier auch eins, habe ich gesehen. Da ist ja auch der Affe, ja. Und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen so ein Scheidepunkt. Das könnte jetzt in eine gute Richtung weitergehen. Und das habt ihr beide jetzt ja gerade auch schon gesagt, wenn verantwortungsvoll mit dieser Technologie umgegangen wird. Es kann aber auch das passieren, was zum Beispiel Naomi Klein, ist eher so eine Links-Kapitalismus-Kritikerin, in Schockdoktrin schreibt. Sie sagt nämlich quasi, diese Krisenerfahrungen können dazu führen, dass sich einfach Systeme etablieren, die dem Menschen nicht unbedingt gut tun. Ja. Dass es halt jetzt sein kann, geil, wir haben jetzt solche Dashboards oder Heatmaps, das sind so zwei gerne verwendete Begriffe, die auch anzeigen können, wo SchülerInnen gerade im Klassenverband stehen, ob sie jetzt gerade gut sind, ob sie schlecht sind, wo die genutzt werden, um damit das System auf eine Art zu steuern, die möglicherweise gar nicht intendiert ist. Ne? Also diese Gefahr besteht auch immer. Das ist jetzt kein scharfes Argument, ne? Weil das eher so ein Argument ist im Sinne von, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann könnten wir da runterrutschen. Nichtsdestotrotz braucht es, und das hatte Christian auch schon gesagt, gerade in Bezug auf die Lehrpersonen, aber auch auf die universitäre Ausbildung, ein ganz dolles Plädoyer und viele Informationen dafür, dass bitte mit diesen Technologien jetzt auch verantwortungsbewusst umgegangen wird. Und dass es nicht einfach nur ein Ersatz ist und dass es auch nicht per se besser ist. Nicht alles, was Wissenschaft und Technik machen, ist eine coole Sache. Sondern da geht es auch immer darum, da nochmal eine Runde drüber nachzudenken. Und das kann die KI gerade noch nicht, sondern da sind wir irgendwie alle gefragt. Sehr schön, ja. Ich wollte gerne nochmal eine abschließende Runde machen, auch nochmal zu unserer Eingangsfrage, was die Schulfächer anbelangt, ob sie noch zeitgemäß sind und auf welchem Wege wir uns da jetzt bewegen, wenn wir mal vielleicht eine Vision haben in den nächsten 20 Jahren. Wie wird es sich entwickeln? Wird es sich entwickeln, dass wir Fusionen haben, wie im Wirtschaftsbereich, dass Fächer zusammengelegt werden, wie es ja auch schon gemacht wurde und auch schon versucht wurde? Aber wird das der Weg sein in die Zukunft? Beginnen wir mal mit dir. Also ich glaube, dass wir mehr Fächerverbünde sehen werden und dass wir auch sehen werden, welche Themen wir als gesellschaftlich als wichtig erachten, dass das übergeordnete Themenlinien geben. Also das könnte Digitalisierung sein, das könnte digital Kompetenz, Fake News Erkennung und viele andere wichtige Fähigkeiten sein. Es könnte Demokratie Fähigkeit sein oder andere Themenbereiche, die auch noch zentral übergeordnet über verschiedenen Fächerkomplexen wie in Naturwissenschaften, wie Sozial- und Politikwissenschaften sind. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass es sehr wichtig ist, in den einzelnen Teildisziplinen die Grundfertigkeiten für jeden bundesweit, egal in welcher Schulform, ebenfalls auch aufrechtzuerhalten. Sabine, gibt es in 20 Jahren noch einen getrennten Mathe-, Physik-, Chemie-Unterricht? Ich glaube, es gibt ja auch im normalen Leben immer stärkere Ausdifferenzierung und Spezialisierung auch bei den Berufen. Insofern werde ich nie den Lehrer haben ausbilden können, der alles kann. Ich glaube, was kommen wird, ist, dass Lehrkräfte noch stärker zusammenarbeiten, dass sich so ein Kollegium einer Schule noch mehr als Team versteht und nicht mehr nur das eigene Fach im Blick hat, sondern die Schülerin als Individuum noch stärker wahrnimmt und dass die Lehrkräfte, glaube ich, sich besser vernetzen und verzahnen und Schule dadurch ganzheitlicher werden kann. Und ich sehe auch bei den jüngeren Lehrerinnen auf jeden Fall, aber auch bei denen meines Alters, eine Bereitschaft zur Teamarbeit. Während ja früher so ein Lehrer eigentlich sagte, meine Klasse, Tür mache ich zu,
Hier bin ich. Und maximal noch im Fachbereich dann. Ja, dann glaube ich, dass mehr Kooperation und Teamgeist uns auch die Schule prägen wird. Sebastian, ich glaube, dass die Fächerstruktur erhalten bleibt. Ich glaube aber, dass der Unterricht davon auf unterschiedliche Arten, wie ihr das jetzt auch schon geschildert habt, entkoppelt wird. Also, dass Dinge miteinander kombiniert werden. Nichtsdestotrotz halte ich Fachlichkeit für eine extrem relevante Voraussetzung dafür, dass das, was Christian, du geschildert hast, dass die besten Köpfe auch da bleiben und sich eben so weiterentwickeln können. Also ich denke, die Fächer bleiben. Und ich glaube auch, eine Schule der Zukunft braucht die Fächer. Die Frage ist nur, wie diese Fächer ganz konkret ausgestaltet sind, was da tatsächlich passiert. Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank in die Runde, Dr. Sebastian Engelmann, Sabine Kurz und Professor Dr. Christian Fischer. Heute unsere Gäste bei Diskutier dich, und diskutiert ihr auch weiter. Wie ist eure Meinung zu diesem Thema? Seid ihr glücklich in der Schule mit den Fächern? Wart ihr es schon immer? Oder was sagt ihr? Wo soll der Weg hingehen, was die Fächer dann auch anbelangt? Und ihr könnt es gerne kommentieren und folgt uns auf allen möglichen Kanälen bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram. Und wir würden uns freuen, wenn wir auch weiterhin hier mit euch diskutieren können und auch nächste spannende Themen angreifen. Dankeschön, und jetzt euch. Macht's gut. Bis bald.